Hallo und willkommen zurück zu Lords of Xul'imar. Dieses Mal geht's zur Hexe in Karaga. Jorwinzel heißt sie, glaube ich. Schauen wir mal, was es da so gibt. Arwinzel war das. Okay. Schaue ich mal gerade auf. Zup. Auf geht's. Jetzt müssen wir wahrscheinlich einmal den Jotums wieder davonlaufen. So. Kräuterkunde, sehr schön. Leider immer noch nichts auf 10. Oh. Dann schauen wir uns mal da um. Wieder so ein ausgeglichen. Okay. Muss eine Geheimtür sein. Sehe ich allerdings nicht. Keine Ahnung. Ah, da, okay. Machen wir erstmal diese Kobolde. Quatsch. Au, die sind gar nicht mal so schwach. Und vor allen Dingen sind die verdammt häufig dran. Also wie das ausgeglichen sein soll, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Die werde ich nicht tot bekommen, fürchte ich. Dafür halten die etwas viel aus. Und sind etwas schnell dran, oft dran. Schutz. Quatsch. Zack. Was sagt jetzt in einem Blitz? Der betäubt jedenfalls recht lang. Aber die machen zu viel Schaden. Die rösten meine Gruppe zu schnell. Also diese Jorwinzel. Planänderung, die lassen wir am Leben erstmal. Arwinzel. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal ins Schloss. Nach Kunawan. Kunawan war natürlich falsch, Karaga. Ich habe natürlich keine Rüstung, die irgendwelche Resistenzen bringt, weil ich ja alles auf Erfahrung getrimmt habe. Das macht solche Kämpfe natürlich extrem schwer im Vergleich. Kämpfe, die auf Magie ausgelegt sind. Auf Hitpoints habe ich ja jetzt auch nicht unbedingt gesetzt. Also ich habe zwar viele Hitpoints im Vergleich, aber halt nicht gleich Rüstung noch gepusht. Dann gehen wir jetzt mal da rein. Aha. War auch nichts voll. Leider keine Nahrungsbüsche. Mühevoll. Ja, wenn die Gegner hier auch da solche Typen im Schloss sind, dann habe ich da auch schlechte Karten. Blitzresistenz.
Hilft gegen die Hunde. Ja dann, hallo. Mal gucken, was der, gucken wir mal, was hier so drin ist. Schloss Corneil. Auf leisen Sohlen betrittst du die Festung von Corneil. Der größte Teil seines Heeres scheint außerhalb des Schlosses nach dir zu suchen. Trotzdem kannst du die schweren Schritte einiger Soldaten hören, die durch die Hallen des Schlosses patrouillieren. Schwierigkeit 10. Bis Mitternacht geöffnet. Sehr schwierig. Bitte nicht den Eingang zustellen. Leicht. Okay. Müssen wir wahrscheinlich wieder den Prinzen bis zuletzt stehen lassen, bis wir den Rest auch noch ausgeräuchert haben. Ja, da warten wir dann am besten einfach ab wieder, bis weil man hier natürlich einfach irgendwo drauf Feuer machen kann. Ja. Bis Gulex ein bisschen was umgewandelt hat. Verteilen wir hier ein bisschen Schaden. Schutz. Quatsch. Den mittleren. Schön. Direkt umhacken. I am the master. Ach man. Doch nicht auf den armen Kulott. Da muss ich mal mein Excel-Dings hier nehmen, um aufzuschreiben, wer davon wieder gulottiert ist. Zack. Das ist ganz rechts hinten gewesen. Ganz rechts. Okay, dann kann ich da Flammen drauf werfen. Die bewege ich einfach mal nach da, damit die sofort, nachdem der Golot seine Mana verbraucht hat, damit er neu gecastet werden kann. Die brutzeln wir ab. I am the master. I am the master. The master. Zack. So. Zack. I am the master. So, und ein neuer Gulot. Ein bisschen drauf rum. Tja. Nimmt halt alles keinen Schaden gerade. Wird alles nicht gegullottet und deshalb kann ich da keinen Schaden drauf machen. Okay, schön.
Dann können wir die Reihe auch wegpusten. Den hatten wir schon. Machen wir hier eine kleine Heilung auf. Wunderbar. Das ist der hintere. Irgendwer von der Frontreihe wäre mir lieber gewesen. Ne. Quatsch. Euer Gulat. Okay, wunderbar. Machen. Rasten müssen wir sowieso komplett wegen ihr. Noch lebt er. Jetzt nicht mehr. Nee, der Bogen ist gegen Menschen. Und da ist er doch recht effektiv. Und nochmal plus 329. Keiner gestiegen. Schade. Wieso kann ich hier nicht rasten? Müssen wir mal gerade rausgehen. So, und wieder rein. Wie es aussieht. Keine Geheimtüren. Oh, Heiltrank. 100 HP und 50 Mana. Da ist eine Falle. Eine Fackel. Schön. Oh, die haben auch anscheinend ein ordentliches Gewicht. Das hätten wir. Schwierigkeit 9. Sehr schwierig, na, Glückwunsch. Was haben die von Radius? Da kann ich zumindest einmal aufs Schild gucken. Bitte nicht den Eingang zustellen. Leicht. Was sind denn das für welche? Baden. Okay. Okay. 80 HP.
Könnten wir da direkt anfangen, wen abzufackeln? Wie viel halten die aus? 60. Ja, dann mache ich das jetzt hier mal. Machen wir hier direkt Schutz. Ein Gulat. Okay. Zündel. Okay. Stirbt er zuerst? Das war der. Verteilen wir direkt mal Hots. Mit dir. Quatsch. Wunderbar. Hymne der Raserei. Ja gut, mehr als eine können wir nicht haben. Ach so, das sind zwei unterschiedliche. Kann man wieder sehr schön sich angucken. Aktionsmodifikator plus 8 und... Das ist lästig. Okay. Stärke. Mhm. Ach so, immun oder was war das? Ja. Einer ist betäubt worden. Na, Wahnsinn. Ganz rechts. Die wollte dann gleich einen neuen Gulot. Okay, also der noch nicht, der hatte noch nichts abbekommen. Ratsch. Mhm. Der hier kann weg. Yeah. Wir haben alle noch. Keine, noch einen drauf. Yeah. Die macht einfach mal. Oder die kann sie drauf zaubern. So. Einmal Gulot. Immun, okay. Gut. Der weg. Okay, den hätten wir auch. Also die ganze Vorderreihe haben wir gerade. Ich würde gerne den ja noch umwandeln, bevor der stirbt. Sehr gut. Weg mit dir. Bin ich mir nicht sicher, aber gut, kann man ja einfach abwarten. Jetzt kommt der letzte. Und jetzt einfach alles umbringen, was noch steht. Und das möglichst mana sparend.
ihr. Und weg. 210. Ja, das ist natürlich eine Goldgrube, diese Riesengruppen von mittelprächtigen Gegnern. Okay. Der hatte jetzt verhältnismäßig wenige Hitpoints. Könnten wir da vielleicht die Hitpoints nochmal verbessern? Geschwindigkeit. Achso, genau, mit den Büchern wollte ich gucken. Mächtiger Stoß. Was macht denn der mächtige Stoß? Also ich habe einmal mächtiger Stoß und einmal zweimal mächtiger und einmal verwundender. Ja, na gut, das sind die Wunden, ist klar. Ich glaube, der mächtige macht einfach nur mehr Schaden. Mal Ausdauer und so. Lernen. Mächtiger. Schaden um 8 Punkte erhöht. Ja, das ist schon jetzt auch nicht wenig. Aber es ist natürlich langfristig komplett unnütz. Also wenn man einen richtig starken Gegner hat, dann nutzt das jetzt auch nicht besonders viel. Naja, ist schon nicht schlecht. Aber ich habe da 2 Stück von. Dann lerne ich das mal und benutze die Bücher. Und dann lernen wir irgendwann noch den anderen dazu. Schnelle Reflexe noch nehmen. Ja, yeah. Okay. Mächtiger Stoß. Glückwunsch. Ich gucke mal was nach. Zu den Angriffen. Ich glaube, präziser Angriff haben alle. Melee Attacks. Aim Strike, genau. Den haben alle. Quick Strike hat nur der Dieb. Und Venom Strike hat nur der Explorer. Aber die ganzen anderen Wounding, Stunning, Bloody und Powerful, das haben nur der Soldat, Arcane Soldier und Paladin. Dann können wir hier erstmal. Dass man hier überhaupt nicht rasten kann, ist natürlich etwas. Etwas ungünstig. Da können die dann einen schon ganz böse erwischen. Einmal vollrasten. So, jetzt müssen wir ja quasi durch die linke Tür. Weil die rechts zu böse sind. Leicht. Na, dann machen wir die doch. Einmal Gulot. Direkt als zweiter dran, auch sehr praktisch. Und einen von vorne, ist auch schön. Machen wir hier direkt wieder überall Hots drauf. Und der dahinter, sehr schön. Die werden ja jetzt eh beide mehr oder weniger abrauchen. Ganz rechts hinten, da komme ich natürlich so nicht dran, außer mit ihm.
Ja. Okay. I am the master. Wollen nicht treffen. Okay, links. Neun Gulatz. Bis auf ein Drittel runter kann ich die Mana verbrauchen. Da müssen eh alle. Ich glaube, es war jetzt auf den hier. Nicht ganz gesehen. Nicht drauf geachtet. Ja, ich denke schon, das war der. Aber es fehlen sowieso nur noch zwei. Die Blutungen sind schon so ein bisschen lästig. Hinten der. Ich glaube, der ist der einzige, der noch fehlt. Ne, müssen noch zwei fehlen. Dann der und der davor. Au. Okay. Einmal Blutung entfernen, bitte. Da hinten, den kriegen wir mit dem nächsten Gulot. Passt schon. Jetzt darf das große Sterben beginnen. Machen wir hier noch einen Heal drauf. Einen kleinen. Wobei. Er hat eine Regeneration an der Bruchkanäle. Der wartet ab. Keine Mana mehr verbrauchen, um die Rast klein zu halten. Darf sich direkt nochmal bewegen. Ratsch. Draufknüppeln. Schön. Shannaria ist auf dem Weg und Jack auch. Jetzt muss ich wieder raus, um zu rasten. Was haben wir denn? Ein Items gefunden. Was hatte denn die so schwer gemacht? Ach, die Tränke waren das wahrscheinlich. Ja, und die Hundezähne bin ich natürlich auch fleißig am Sammeln. Die machen ja auch auf Dauer mal doch ganz gut Gewicht aus hier. 0,1.
Naja, aus den 2 Kilo ist jetzt auch nicht so viel. 0,3 Kilo. 0,3 Kilo. Ja, Elixier. Irgendwas ist hier aber schwer. Die wahrscheinlich. Ja, dann nochmal rein. Dann müsste jetzt erstmal wieder ein Zufallskampf kommen. Haupthalle. Ein Mann in Kapuze steht im hinteren Teil der Halle und zuckt erschrocken zusammen, als er dich eintreten sieht. Er lässt eine handgeschriebene Notiz fallen bei seiner hastigen Flucht. Aha. Cool. Zack, zack. Kuchen. Mampf. Handgeschriebene Notiz. Ich kann es nicht fassen, dass ich die Kombination verloren habe. Ich kann mich noch daran erinnern, dass 3 Schalter nebeneinander nach oben zeigen müssen und der Rest nach unten. Okay. Ist hier etwa keine Falle an der Tür? Doch. Ach, dahinter die Falle entdeckt. Das ist ja super. Ja, das wird nicht ganz einfach. Okay. Hier kann man immer noch nicht rasten. Es stört mich halt, dass hier so viele Gegner sind, oder dass man hier nicht rasten kann. Kämpfen. So wieder eine Gammelgruppe. Dann werde ich nach der Gruppe erstmal rausziehen wieder und speichern. Ach, da ist ein Heiler bei. Nee, ist ein Zauberer. Okay. Golot. Da werde ich diesmal nicht lange rumfackeln und die abfackeln. Ich schreibe es mir trotzdem auf. Ganz hinten rechts. Nehmen wir den zuerst mit denen, wo es geht. Aber auf die Magier nehme ich jetzt keine Rücksicht. Einmal Schutz. I am the master. Die macht einfach wieder nix. Quatsch. Vorne rechts, okay. I am the master. Ja, die sind gemein. Hinten der Magier. Machen wir aber hier erstmal die beiden. Okay, dann haben wir den, da sollte ein Hot drauf.
Die vorne sind noch alle sauber. Es steht auf jeden Fall schon alles in Flammen, das ist noch eine Frage der Zeit. Bis sie dann hops gehen. So, der darf vorzeitig sterben. Das war der hinten links. Die darf sich selber regenerieren. Tja, von den... Da vorne habe ich, glaube ich, noch niemanden. Deshalb wartet der einfach mal ab. Er auch. Ja, regenerieren. Vorne links. Dann machen wir den kaputt. Aua! Die haben wir jetzt beide. Und jetzt haben wir komplett alle. Schön Erfahrung und schön Gold. Und dann gehen wir stiften. Wie viel ist dein Gewicht drüber? 3 Kilo. Aber wieso? Ach ja, die Fackeln. Ein halbes Kilo pro Fackel. Braucht man eigentlich nicht. Ich kann jetzt die... die Energie von Golem noch nutzen, um bei den Jotums gleich auszuweichen, wenn ich zurückgehe. Wie komme ich denn da durch? Gar nicht. Mampf. Aber freut mich, dass der Schwierigkeitsgrad hier zugelegt hat. Gut, die Gegner, die ich da jetzt platt mache, die sind wiederum ziemlich easy. Höhefall, für Tarnung. Nach Velegan. So. Erstmal einsammeln.
Schwubbidi-wubbidi-wupp. Gleich gucken, ob es dann in dem Schloss noch weitergeht. Oder ob man die Härteren töten muss. Oder wie schnell der Lord da kommt, der Prinz. Denn wenn der da kurz vor der Tür steht, dann macht das natürlich auch wenig Sinn. Oh, die sind noch gar nicht wiedergekommen. Dann rasten wir mal. Wupp. Da sind sie. Jack steigt fast. Bald. Sehr bald. So, dann werde ich mal das Zeug wieder abgeben. Hello. Dass ich wieder ein vertretbares Gewicht habe. Sie ist schön. Ja. Da trage ich aber jetzt eigentlich immer noch zu viel rum. Ich kann ja maximal 120 Hello. Verarbeiten. Da können wir noch einmal was abgeben. Sie ist schön. Haben wir noch ein bisschen mehr Spielraum. Und einmal beim Händler vorbeischauen. Welcome to my store. Welcome to my store. Der Unfehlbarkeit. Ja. Hartleder des Philosophen. Dann können wir noch einen von diesen Schilden kaufen. Aber das macht jetzt keinen. Ja. Come back soon. Da habe ich jetzt die Frage. Nehmen wir entweder den Stab oder den Schild. Die kann halt im Kampf überhaupt nichts tun. Vielleicht sollte man mit ihr den Stab weiter ausbauen, damit die da aktiver im Kampf sein kann. Dadurch verliert die natürlich dann 4 Initiative, was in der Gruppe schon nicht wie, na 29, die wäre immer noch recht weit, ne, wenn nicht recht weit vorne, recht weit hinten. Sollen wir den Schild holen? Lernen plus 42%. Ja, mache ich. At your service. Da habe ich zwar jetzt die Punkte in den Stab verschwendet. Oder... Come back soon. Ja, aber selbst wenn ich die auf Stab setzen würde, würde die ja maximal den Schaden vom Stab machen. Also selbst wenn die das ausbessern würde auf Stufe 10 oder so, würde die ja maximal hier diese gammeligen 10 Schaden machen, weil die ja die Stärke niemals erhöhen würde. Von daher ist das eigentlich ziemlich unsinnig. Dann kann ich da auch besser den Schild nehmen. Ist zwar ein bisschen doof. See you soon. Aber langfristig wahrscheinlich die beste Möglichkeit. Ja, und da ich den Stab dann sowieso jetzt nie wieder benutzen werde. Naja, Initiative. Könnte mir in der Arena helfen. Na, aber dafür schleppe ich die anderthalb Kilo nicht rum. Weg damit.
See you soon. Hat mir treue Dienste geleistet und ja, das war's dann auch. Jo, und dann geht's beim nächsten Mal wieder zurück in das Schloss. Dann mache ich jetzt wieder einen Schnitt. Bis denn!